AVL, AT&S, EPCOS, Infineon, NXP und viele mehr. Mikroelektronik made in Austria wird zur Weltmarke. Die Steiermark positioniert sich dabei ganz vorne. In Smartphones, selbstfahrenden Fahrzeugen, Reisepässen, Autoschlüsseln, Bankomatkarten und vielem mehr steckt steirisches Know-how. Um die Weltspitze zu erreichen, wird nun weiter in die Mikroelektronikforschung investiert. Es ist das Projekt Silicon Austria Labs, wo wir eben ein Forschungszentrum nach Graz holen, wo wir alles konzentrieren, wo wir auch investieren. Insgesamt rund 200 Millionen Euro werden hierfür von Bund, Land und Industrie in den nächsten 5 Jahren in der Steiermark investiert. Mit Silicon Austria Labs werden wir gemeinsam mit dem Bund und den Bundesländern Kärnten und Oberösterreich ein Forschungszentrum in die Steiermark bekommen, wo wir auf diesem Bereich gemeinsam mit der Industrie Forschungsprojekte entwickeln können, damit unsere Betriebe auch in Zukunft mit ihren Produkten Weltmarktspitze sein können. Der Hauptsitz der Silicon Austria Labs wird in Graz bei der Technischen Universität eingerichtet. Ja, hier sind die Voraussetzungen die besten gewesen. Die Kombination aus Universität, Fachhochschule, Industriebetriebe, die schon jetzt unglaublich hohe Kompetenz haben, das Engagement der Landesregierung, das hat alles sehr, sehr gut zusammengepasst und das war der Grund dann. Und besonders in Graz ist sowohl firmenseitig als auch universitätsseitig eine sehr hohe Kompetenz vorhanden. Es gibt auf der TU Graz mehrere oder viele Institute, die im Umfeld oder direkt in dem Bereich dieser elektronischen Systeme arbeiten. Und daher war es eine gute Wahl und eine gute Möglichkeit, in dem Campus-Infeld das zu implementieren. Erfreulicherweise gibt es dort bereits freie Räume, sodass man sofort beginnen kann. Der steirische Standort bringt in den kommenden Jahren über 200 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze in Wissenschaft und Forschung. Aber natürlich erwarten wir uns darüber hinaus auch Effekte in der Industrie, auch in den anderen Forschungseinrichtungen, wenn wir dieses Stärkefeld der Mikroelektronik weiter ausbauen. Wir werden nie die Billigsten sein. Wir werden nie die mit Sozialabbau sein. Wir werden die Besten sein müssen und das gelingt gut.